Hallo, herzlich willkommen, ich grüße dich. Heute in diesem Video geht es um das Thema Geld investieren auf der einen Seite versus Geld verdienen, ja, auf der anderen Seite. Und ich denke, dass hier, gestern hatte ich wieder so eine Erfahrung gemacht und ich denke, dass viele Menschen hier Fehler machen und deswegen habe ich mich entschlossen, dieses Video zu machen. Also, wenn dich das Thema interessiert, bleib also dran, gleich nach dem Intro geht's weiter. Bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute geht es wie gesagt um das Thema Geld investieren auf der einen Seite, sowohl als auch Geld verdienen auf der anderen Seite. Hierzu eine kleine Geschichte, wirklich nur ganz kurz. Gestern war ich bei meinem Edelmetallhändler, wo ich häufig hingehe in München, hier auch Argentum und in der Hoffmannstraße. Vorgestern war ich schon da und da war die Hölle los, ja, wahrscheinlich auch wegen der Weihnachtszeit, dachte ich mir, weil jetzt dann plötzlich alle dahin laufen und irgendwelche Weihnachtsgeschenke kaufen. Das heißt, Münzen als Weihnachtsgeschenk, das hat sich mittlerweile sehr stark verbreitet, was ich schon seit längerer Zeit immer wieder gemacht habe, schon vor Jahren. Mittlerweile machen das viele andere Leute wahrscheinlich. Also kurzum, ich hatte die Zeit nicht, bin wieder gegangen. Gestern hingegangen, die Schlange war dieses Mal schon auf der Straße. Ne? Also das waren bestimmt 20 Leute dort in der Schlange, das ist wirklich selten. Okay, aber das hat mir die Opportunität gegeben, also die Möglichkeit gegeben, mich mit den Leuten dort zu unterhalten. Das war der letzte Tag des Jahres. Die machen dann auch, die schließen dann auch am 31. die Filiale, weil es sich dann nicht mehr lohnt, wegen diesem neuen Gesetz auf Minimum 2000 Euro. Also es ist eine Geschichte für sich. Mache ich ein extra Video darüber. Das ist eigentlich eine Frechheit, aber gut. Gesetze sind Gesetze, ne? Okay. Also ich habe mich da mit ein paar Leuten unterhalten und dabei ist mir einiges aufgefallen. Ja, da war eine ältere Dame und ich habe es danach dann verstanden, dass die mit ihrem Enkel da war. Und die war auch so, na, wenn ich mal tot bin, dann sind bei mir alle Konten dann automatisch geschlossen und ich will, dass mein Enkel sicher was zur Seite hat und wenn ich da meinen Goldklumpen im Garten habe und so weiter. Ne? Und so erzählen dann, jeder hat so seine eigene Geschichte und wenn man da lange warten muss, ne, dann hat man auch nichts Besseres zu tun. Aber was mir dabei wieder aufgefallen ist, ist eine Sache, die denke ich schon sehr repräsentativ ist. Ich weiß nicht, was mit meinem Husten immer so ist. Die denke ich schon sehr repräsentativ ist für viele andere Leute auch, besonders mit der deutschen Mentalität. Na, ich möchte es mal ein bisschen erklären. Und das ist einfach so, was ist Geld? Also auf der einen Seite Geld investieren, auf der anderen Seite Geld verdienen. Und dass sozusagen die falschen Glaubenssätze oder die falsche Herangehensweise, und ich kann es wirklich aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen, jeweils bei Geld investieren und Geld verdienen hier angewendet werden. Also beim Geld investieren wird häufig immer so in Absolutismus gehandelt und impulsiv, emotional, ja. Also ich hab mal ganz schlimme Erfahrungen gemacht vor 25 Jahren, also zum Beispiel wie mein Vater. Ja? Nur repräsentativ, da gibt es viele andere Leute auch, die ich kenne, die so sind. Na, man könnte auch eine Umfrage online machen, ja? Würde das auch bestätigen. Ich habe mal ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit Aktien. Ja? Also ich habe mein Geld nur noch auf dem Sparbuch, nur noch auf dem Sparbuch. Ja? Das ist das Einzigste, was ich mache, ja? Nur noch Sparbuch. Dann der andere sagt wieder, oh, Sparbuch, ah, das ist ganz gefährlich, ja, da kriegt man keine Zinsen mehr und ich glaube nicht an das System, also so ein typischer Antisystemist, ja, also der das System null mehr Vertrauen da hat, vielleicht hat er irgendwie, war er zufällig 2012 in Schottland, ne, und sein Automat bei der Bank of Scotland hat kein Cash mehr ausgespuckt, wenn du so eine Erfahrung gemacht hast, ja, oder auf Zypern oder irgendwo, dann ist natürlich klar, ne, dass du da diesen Angstzustand, dass der auf ewig verankert ist in deinem Unterbewusstsein, dass du dir tatsächlich dem System nicht mehr traust. Ja? Und deswegen hat der dann nur noch Edelmetalle, ja? Nur noch Gold- und Silbermünzen und
also so wenig liquide Scheine, also liquide Mittel letztendlich, also Cash irgendwo in irgendeiner Art und Weise, ne, wie möglich, denn ja, also dieses Bargeldsystem, was wir da haben, oder dieses Fiat Money oder was, wie man es auch mal nennt, das ist sowieso dem Scheitern verurteilt und auch wieder so impulsiv, emotional geladen, die Entscheidungen, was Geld investieren betrifft, ja. Und so in Absolutismen, ja, also nur noch das, ja, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, also jetzt nur noch das, ja, oder hier habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, also jetzt nur noch das, ja, und das ist genau das Verkehrte, ja, bei mir war es auch so, ich habe meine schlechten Erfahrungen gemacht, mal mit Aktien, ja, dann habe ich einfach nur noch das gemacht, oder weil ich auch so ein Typ bin, der gerne, wenn er sich für was entscheidet, was durchzieht, was ein guter Skill ist, ja, eine gute Eigenschaft, aber nicht, wenn man also quasi zu einseitig denkt, nicht beim Geld investieren, ja, beim Geld investieren, da komme ich jetzt gleich noch dazu, aber beim Geld investieren zum Beispiel, wenn ich sage, ich trade jetzt nur noch CFDs, DAX und S&P 500, ja, und dann habe ich 7 Jahre lang nur das gemacht hauptsächlich, ja, fast keine Aktien mehr gekauft und so weiter. Ein Riesenfehler, ja, im Nachhinein. Denn beim Geld investieren ist eben genau das wichtig, dass du möglichst in viele unterschiedliche Dinge dich investierst und machst. Warum ist es so wichtig? Im Gegensatz zum Geld verdienen, da komme ich gleich noch dazu. Beim Geld investieren ist es einfach so, dass du persönlich in der Regel nur sehr wenig Kontrolle hast über das, was passiert, ja. Die Aktienmärkte gehen rauf, gehen runter. Edelmetallpreise gehen rauf, gehen runter. Kannst du das beeinflussen? Als einzelne Person? Null. Gar nicht. Ja? Zinsen werden negativ, werden nicht negativ. Kannst du das beeinflussen? Nein, überhaupt nicht. Das heißt, beim Geld investieren passieren all diese Dinge da draußen, ja, die Märkte und alles, und nichts davon hast du wirklich Kontrolle. Du reagierst nur, du passt dich nur an, ja, du machst vielleicht ein Rebalancing in deinem Aktiendepot, das heißt, du verkaufst eine Aktie, die gut gelaufen ist und nimmst das Cash und kaufst dafür was anderes, oder du gewichtest einfach Edelmetalle stärker wie deine Barreserven, ja, oder solche Sachen. Aber das sind alles nur Reaktionen zu den Gegebenheiten, die im Markt sind, ja, oder was in unserer Wirtschaft passiert und in unserer Politik oder was auch immer. Ja, das heißt, du als Einzelner hast beim Thema Geld investieren hast du so gut wie keine Kontrolle oder gar keine Kontrolle von dem, was eigentlich passiert. Das heißt, musst immer sehr streuen und möglichst in allen Assetklassen zugegen sein, dass es dich letztendlich unterm Strich ausbalanciert alles. Ja? Wobei beim Geld investieren, ja, ist es letztendlich genau beim Geld verdienen, sorry. Ist es letztendlich genau das Gegenteil. Beim Geld verdienen, was ich auch viele Leute kenne, alte Kollegen vor 7, 8, 10 Jahren, wo ich gearbeitet habe, in verschiedenen Firmen, die haben zum Beispiel immer 2, 3, 4 Sachen versucht gleichzeitig zu machen. Ja? Also sie hatten ihren Tagesjob, dann waren sie leidenschaftliche Schlagzeugspieler, zum Beispiel ein Kumpel von mir aus Ungarn, ja? Leidenschaftlicher Schlagzeugspieler. Dann leidenschaftlicher Pokerspieler, ja, aber der hat es nie über ein Limit geschafft. Der hat immer so kleine Limits gespielt, ja, hat irgendwie dann so im Jahr 1000 Euro Verdienst gehabt oder sowas, ja, weil er so Centbeträge, und jedes Mal, wenn er auf ein höheres Limit ist, hat er verloren. Ja, dann musste wieder zurück aufs ältere Limit, also völliger Nonsens, ja. Über Jahre hinweg hat er jede Nacht, ich glaube jede Nacht, mindestens 4 Stunden Poker online gespielt, ja. Ist nie wirklich weitergekommen. Also, wenn du beim Thema Geld verdienen, musst du Fokus haben, also musst dich auf eine Sache konzentrieren, die funktioniert, natürlich nicht auf ein totes Pferd reiten, ja, also wenn du sozusagen dich beim Geld verdienen auf eine Sache konzentrierst, wie zum Beispiel Poker, und du kommst nicht vom Fleck, ja, verdienst nicht mehr wie 1000 Euro im Jahr, ne, oder hast mehr Verlust als für alles andere, ja, dann, ich würde sowieso das Thema Poker grundsätzlich davon abraten. Also das ist das als Beruf, also, da gibt es auch im YouTube Videos, da mache ich nochmal extra ein Video dazu, das ist echt, das ist, finde ich, schon kriminell, ja, wie man darüber Videos machen kann, wie angeblich, ja, da habe ich letztens so ein Video gesehen, wie so eine Blondine angeblich hier jetzt Poker als ihr Beruf und
hey, hör mal bloß auf, ja. Da haben sie irgendwie so ein paar Sekunden haben sie zusammengeschnitten, wo sie mal eine Hand gewonnen hat, ne? Und die 1000 Hände, die sie verloren hat, die haben sie dann nicht mit rein in die Reportage, ja. Okay, bin schon abgeschweift. Auf jeden Fall beim Geld verdienen, ja, brauchst du den Fokus, ja. Also ich habe auch immer gedacht, und das ist auch so schwierig, weil du wirst ja quasi, dir wird ja so viel Content reingedrückt mittlerweile, ja, über YouTube, über alles Mögliche. Ja, die Nische machen, das machen, das machen, das machen, das machen. Ja, also mit Facebook, mit Instagram, das ist ja das Gleiche. Affiliate Marketing. Der andere sagt wieder, nee, Affiliate Marketing ist nicht das Wahre. Mach dein eigenes Produkt. Ja, mach dein Infoprodukt. Der nächste sagt wieder, ach, das ist alles Käse. Ja, mach E-Commerce. Ja, nutze irgendwie Dropshipping, nutze Amazon. Ja, der nächste sagt das wieder, das wieder, das wieder. Und du wirst da in diesem Irrgarten, ja, machst du dann meistens 4 Sachen auf einmal, ja, und kommst nie ans Ziel. Das kannst du komplett vergessen, ja. Es ist schon schwierig genug, in einer Sache wirklich erfolgreich zu werden, ja, beim Geld verdienen, ja. Sei es als Angestellter oder Selbstständiger, das ist völlig, völlig wurscht, ja. Viele machen auch zum Beispiel den Fehler, dass sie, wenn sie nebenbei noch was machen, ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, also sie sind angestellt, dort haben sie sozusagen ihren sicheren Einkommen. Beim Thema Geld verdienen sind wir jetzt wieder. Also sie haben sozusagen ihr sicheres Einkommen und dann machen sie nebenbei noch was in der Regel gut ist, weil sie sozusagen Sicherheit haben und gleichzeitig nebenbei noch ein Nebengewerbe. Ja, das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Und dann aber bei dem Nebengewerbe machen sie 2, 3 oder 2 Sachen gleichzeitig. Also schon 2 Sachen unterschiedlich ist schon wieder zu viel. Weil du hast ja doch schon deinen Fulltime-Job, also deinen Vollzeit-Job. Und dann machst du irgendwie abends oder nachts noch 2 Sachen gleich, also weitere Sachen. Ja, also mein Kollege von damals, der hat sogar 3 Sachen gemacht. Ja? Der hat Schauspielerei gemacht, der hat Schlagzeug gemacht, ja, und der hat Poker gemacht und ich weiß nicht, vielleicht noch irgendwas, ja. Das kann nie funktionieren, ja, dass du dann wirklich dann erfolgreich wirst beim Thema Geld verdienen. Nie, wie soll denn das gehen, ja? Das ist schon so hart genug, ja, glaub's mir, das ist nicht einfach, ja. Alle, die da draußen sagen, es ist einfach, also wer da draußen die Wörter kombiniert, einfach, ja, mit den Wörtern Geld verdienen, ja, ist schon mal von vornherein zu hinterfragen. Ob der nicht nur irgendwie einen Kurs verkaufen möchte, er möglichst schnell eher selber reich werden will, ja, weil die drei Wörter passen nicht zusammen. Und wenn du auf Google schaust, die am meistgesuchtesten Suchbegriffe, na, nach Geld verdienen online, ja, oder im Internet, ist schnell Geld verdienen, ja, und einfach. Und es ist weder einfach noch schnell, ja, aber danach suchen alle Leute. Und dann fallen die alle auf diesen Kack rein. Ja, aber gut. Ist eine Industrie für sich, ne? Sitzen ganz viele in der Schweiz und in der Dubai und was weiß ich wo. Ja, und reiben sich jede Woche, jeden Monat, jeden Tag die Hände, ne? Und werden immer reicher. Und ihr alle da draußen werdet immer ärmer, weil ihr diesen ganzen Kack kauft von denen, ja? Okay, also nochmal. Geld verdienen, absoluter Fokus. Ja, und ich pack mich da selber an der Nase, ja, weil ich mal immer auch immer meinen Fokus bei dir, weil ich wieder andere Sachen ausprobieren und so weiter, ja. Und noch was bei Geld verdienen, mit Fokus Geld verdienen. Mein Tipp: Mach nicht irgendwas mit einer spezifischen Plattform, weil dann bist du nur für diese Plattform abhängig, also sage ich Facebook, Amazon und so weiter. Ich weiß, viele schaffen das auf diese Art und Weise und dann diversifizieren sie sich danach. Aber schau mal, dass du was machst, wo du nicht so abhängig bist von einer einzelnen Plattform. Weil wenn die sagt, du hast gegen irgendeine Regel verstoßen, also Facebook ist ganz krass geworden, ja. Wenn du da irgendwie einen falschen Ad machst oder irgendwas, dann schließen die deinen Account von einer Sekunde auf die andere und du kriegst ihn nie wieder frei. Und das ist dein ganzes Business futsch. Weil du von diesem verschissenen, von diesem bekackten eine Plattform, irgendwie Facebook, was weiß ich, wo keine normalen Menschen da sitzen, mit denen du reden kannst, der komplette Support bei Facebook ist wahrscheinlich irgendwo in Pakistan, ja, wo kein Mensch Deutsch oder Englisch spricht, vernünftig, ja. Also
Verstehst du? Versuch, wenn du dich selbstständig machst oder wenn du Geld beim Geld verdienen, versuch dich auf eine Sache zu konzentrieren, aber auf eine Sache, wo du nicht an irgend so eine anonyme Plattform, wo du keine persönlichen Kontakte hast, abhängig machst von. Weil wenn die einmal sagt, es ist vorbei, wir mögen dich nicht mehr, oder auch YouTube, ja, wenn die einmal sagen, naja, dein Kanal hat gegen irgendeine Regel verstoßen, ja, dann machen die mit einem Fingerschnippen, hast du 5 Jahre lang deinen Kanal aufgebaut und dann ist der plötzlich offline. Ja, einfach, ja, du weißt gar nicht, was du falsch gemacht hast wahrscheinlich, ja. Okay, also das ist mal Geld verdienen, Fokus, aber möglichst unabhängig, ja. Aber Fokus auf eine Sache und zieht es durch. Ja, und wie gesagt, ich packe mich da selber an der Nase. Ja, ich hätte bestimmt, also jetzt mal eine konkrete Zahl, ich hätte allein in diesem Jahr 2019 wahrscheinlich um die 25.000, 30.000 Euro mehr brutto verdienen, Umsatz machen können, wenn ich mich mehr auf eine einzige Sache konzentriert hätte, als wie, dass ich ein paar andere Dinge auch noch versucht habe. Ja, okay, nur mal so jetzt nebenbei mal als konkrete Zahl, damit du weißt, dass ich auch weiß, von was ich rede. Ja? Und das andere ist Geld investieren. Und dort, don't put your eggs in one basket. Ja? Nicht alle Eier in einen Korb setzen, weil du nichts... Also, weißt du, es ist halt einfach so, dass dort draußen sehr viele spezifische Kanäle jetzt sind und spezifische TV-Sender und Magazine. Ja, und der eine ist halt einfach nur pro Aktien, dann der andere ist wieder pro Edelmetalle. Und natürlich werden die immer dir sagen, naja, wenn mein Kanal heißt, oder ich bin Edelmetallhändler, wenn ich Edelmetallhändler bin, was werde ich dir empfehlen? Ja, also ich werde dir empfehlen, dass du Edelmetalle kaufst. Warum sollte ich dir was anderes empfehlen? Ja, ich bin ja sogar verpflichtet dazu. Ja. Ein Analyst oder ein Journalist oder irgendwas, der nicht völlig unabhängig ist, sondern einfach für ein Magazin arbeitet, da wo oben drüber steht Aktien oder irgendwas, ne, da werden halt die immer irgendwelche Aktien empfehlen, ist doch ganz logisch, ja. Aber die Wahrheit ist, dass du möglichst streuen musst, ja. Okay, so, also nochmal das Thema Aktien investieren und das Thema Geld investieren, das Thema Geld verdienen, ja, also beim Geld investieren, möglichst streuen, ja, möglichst viel in vielen Dingen sozusagen deine Finger drin haben, naja, ein bisschen Edelmetall, ein bisschen Aktien, von jedem etwas, ja, du kannst auch rumexperimentieren, aber immer nur zum ganz geringen Teil, na, also wenn du zum Beispiel mal was anderes machen möchtest, keine Ahnung was, ja, Optionsscheine oder sowas, ja, wo du relativ schnell die Finger verbrennst, ja, dann nimm 2% von deinem Kapital, wenn du sagst, 2% von meinem Kapital, das sind irgendwie 200 Euro, was soll ich mit 200 Euro? Naja, dann musst du eben noch mehr Geld verdienen, ja, dann bist du eben noch nicht so weit beim Geld investieren, ja, ganz einfach, ja. Viele wollen auch hier irgendwie groß Geld investieren und alles, ja, ohne dass sie überhaupt schon mal jemals wirklich Geld verdient haben, ne? Das ist natürlich auch die falsche Reihenfolge, ne? Okay, also, das soll es gewesen sein zum Thema Geld investieren, Geld verdienen und versuch einfach beim, nochmal wiederholt, beim Geld investieren nicht so impulsive, emotional geladene Impulsentscheidungen haben dann nichts verloren. Versuch mehr zu automatisieren, versuch dich breit aufzustellen. Ja? Das heißt nicht, dass du ein Aktiendepot brauchst mit 100 Aktien. Ja? Das ist überhaupt gar nicht. Da reichen 10 Aktien, da reichen 20 Aktien. Ja? Sondern von den Anlageklassen her meine ich das. Ja? Und beim Geld verdienen versuch dich möglichst auf eine Sache herauszufinden, die funktioniert. Funktionieren bedeutet, du hast unterm Strich mehr Geld übrig, als du reingesteckt hast an Zeit, Geld und Energie. Ja, wir haben nur diese drei Dinge. Ja, wir haben nur diese drei Ressourcen. Mehr haben wir nicht. Keiner von uns. Kein Trillionär, kein Milliardär. Ja, ein Milliardär oder ein Trillionär oder ein Millionär, ja, oder ein Unternehmer. Der skaliert halt einfach nur diese Ressourcen, indem er Leute einstellt, die für ihn die Arbeit tun. Ja, das ist einfach und zum geringeren Preis, als er sie sozusagen wieder am Markt verkauft. Die Dienstleistung, Produkt, whatever. Ja, aber letztendlich haben wir alle nur diese drei Dinge, ja, Zeit, Geld und Energie. Ja, und das ist eben wichtig, dass du dich da eben so fokussierst auf diese eine Sache, die funktioniert, ja, und die weiter ausbaust und versuchst zu skalieren. Und wenn du in einem Metier bist, wo
Skalierung nicht wirklich so gut, nicht so einfach ist, nicht so einfach funktioniert. Ich weiß, von was ich spreche. Ich bin in so einer Branche tätig, ja. Das kann jetzt zum Beispiel auch sein Zahnarzt, Rechtsanwälte, Steuerberater und so weiter, obwohl mittlerweile ja ganz viele von denen, ja, besonders Steuerberater, siehst du momentan überall online, ja, wie die Möglichkeiten gefunden haben, ihr Businessmodell zu skalieren, ja, zu automatisieren, zu digitalisieren und wie die raufgeschossen sind, ja, von Durchschnittsverdienern irgendwie, keine Ahnung, von neuen normaler Steuerberater mit 3-4 Angestellten verdient vielleicht 10, 15 Mille im Monat und die verdienen jetzt plötzlich 10-mal so viel, ja. Also in manchen Bereichen, wo man es gar nicht gedacht hätte, man dachte vielleicht, die lassen sich nicht skalieren oder digitalisieren, ja, lassen sich eben schon und zwar ziemlich krass, ja. Aber sehr beratungsintensive Branchen und sehr, wie soll ich sagen, wo du verschiedene Fähigkeiten kombinieren musst, die nur wenige Menschen haben und noch gar keine Computer, das heißt also Computer können das nicht ersetzen, ja. Da ist halt schwierig, die richtigen Leute zu finden, die das eben machen. Und zwar zum niedrigeren Preis als wie der Marktpreis, weil sonst verdienst du als Unternehmer, hast ja keine Marge. Ne? Also das ist letztendlich das. Unterm Strich musst du dich einfach auf diese eine Sache konzentrieren, ja, und die funktioniert, ja, und die einfach zu so einem Level bringen, dass du dann irgendwann mal sozusagen aus dem Business aussteigen kannst. Das heißt, du ersetzt dich selbst, ja, also du ersetzt dich sogar im Sinne von CEO, du holst halt einen anderen CEO, der letztendlich dann der CEO ist von dieser Firma und dann bist du letztendlich nur noch der Eigentümer oder der Teilhaber. Ja, und dann kannst du theoretisch am nächsten Business anfangen zu arbeiten, ja, oder ein nächstes Business machen, aber nicht so parallel, ja, zu viele Dinge gleichzeitig, ja, das heißt, du musst jetzt auf diesem quasi schon wieder aussteigen aus dem Business, das du aufgebaut hast, ja, oder das zu verkaufen oder was auch immer, ja, so wie die Geissens, ne, die waren erst richtig frei, als sie ihren Laden verkauft haben, ja, für 20 Millionen, glaube ich, ihren Jeans-Laden, Jeans-Fabrik oder was es war. Und erst dann waren sie ja frei, ne? Also sie waren schon stinkireich, als sie da diese Firma hatten, ne? Aber nicht frei, weil sie waren ja ständig nur am Arbeiten. Ne? Also gut. Okay, also Geld investieren, Geld verdienen versus Geld verdienen. Ich denke, viele da draußen machen eben genau die gleichen Fehler, die ich auch immer wieder gemacht habe und nach wie vor leider immer ein bisschen mache. Ja. Es ist einfach so unglaublich verführerisch, wenn du quasi auch wissenshungrig bist, dann stößt du halt immer wieder auf neue Dinge. Na? Und dann lässt dich halt auch immer wieder verleiten, Neues auszuprobieren. Was eigentlich eine sehr wichtige Eigenschaft auch ist. Ja? Diese Neugier und dieser Hunger für Wissen, ja? Um weiterzukommen im Leben. Und du musst eben hier, die Kunst darin ist eben, ja, das sozusagen auszufiltern und dich trotzdem eben fokussieren zu können. Das ist die große Kunst, ja, und die, die das schaffen, die kommen schon mal ein ganz großes Stück weiter im Leben. Okay, das soll es gewesen sein für dieses etwas längere Video. Ich hoffe, du warst bis jetzt mit dabei. Einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, wenn du Bock hast, na. Ansonsten schau wieder beim nächsten Mal mit rein, wenn es wieder heißt, ja, Mission Millionär, ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Thomas Klein.